Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt ein bisschen baff, dass da schon so zahlreich der Vortrag besucht ist, so bald in der Früh. Herzlich willkommen. Wenn ich kurz die virtuelle PH vorstellen darf, also mein Name ist Angela Kohl und ich bin Mitarbeiterin am Online-Campus Virtuelle PH. Die virtuelle PH, für alle, die es noch nicht kennen, ist ein Bundeszentrum. Uns gibt es seit gut 1,5 Jahren. So Bundeszentren gibt es jetzt mehrere, über ganz Österreich verteilt. Und unsere Aufgabe ist, für Lehrerinnen und Lehrer in ganz Österreich Online-Fortbildungsprogramme zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten sehr intensiv mit allen pädagogischen Hochschulen in Österreich zusammen, bei der Erstellung unseres Angebots und auch dann bei der Durchführung. Was bieten wir so an? Also da sehen Sie unsere Website. Unser Leitspruch ist persönlich gemeinsam vernetzt und so gestaltet sich auch unser Angebot. Persönlich, das bedeutet, dass wir Online-Angebote zum Selbststudium haben, wo man einfach von zu Hause aus im eigenen Tempo sich durch bestimmte Selbstlernkurse, Aufzeichnungen, Skripten durchklicken kann und auch dazu Abschlussübungen einreichen kann, für die man dann Stunden angerechnet bekommt. Das gemeinsame Lernen, da bieten wir Online-Seminare an, die zu bestimmten Terminen in bestimmten Programmen. Also wir haben immer dreimal im Jahr so einen Programmzyklus. Momentan läuft gerade das Herbst-Winter-Programm mit rund 70 kooperativen Online-Seminaren. Ich werde Ihnen später noch so ein Online-Seminar genauer vorstellen, damit Sie sich da ein bisschen was vorstellen können, wie so ein Online-Seminar abläuft. Und vernetzt, unsere Aufgabe ist auch, sämtliche E-Learning-Initiativen aus ganz Österreich auf unserem Portal darzustellen, deren Angebot zu skizzieren und mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, jetzt zum Vortrag. So. Das Thema ist eine wissenschaftliche Arbeit schreiben mit dem Unterstützungsangebot des Online-Campus Virtuelle PH. Wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Eigentlich schon so vor 2 Jahren im Zuge des Projekts Vorwissenschaftliche Arbeit. Schülerinnen und Schüler, die jetzt eine AHS-Matura machen, müssen im Zuge der Matura eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben, was eine ziemliche Herausforderung jetzt nicht nur für die Schüler und Schülerinnen ist, sondern auch für die Lehrkräfte, die die Schülerinnen dabei betreuen, weil das bei vielen schon sehr lange her ist, dass sie selber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben. Und die haben einfach da so ein Refresh benötigt, wie man recherchiert, wie man richtig zitiert, wie man eine wissenschaftliche Arbeit aufbaut. Und so sind wir an das Thema gekommen. Und mittlerweile hat sich die Zielgruppe erweitert. Wir bieten jetzt auch Seminare an für Studierende, die eine Bachelorarbeit schreiben. Also momentan bieten wir ein Seminar an und 4 weitere sind in Planung. Die werden dann im Frühjahr angeboten. Und jetzt seit dem neuen PH-Dienstrecht müssen ja auch alle Lehrenden an pädagogischen Hochschulen regelmäßig wissenschaftliche Fachtexte schreiben. Und auch das ist jetzt für uns eine neue Zielgruppe, weil wir eben die Lehrenden auch dabei begleiten wollen mit Schreibwerkstätten und eben auch Fortbildungsseminaren, wie man wissenschaftliche Arbeiten gestaltet. Ich habe hier so als Hintergrundbild für meine Prezi die New York Library gewählt, weil ich das so schön gefunden habe, dass so das wissenschaftliche Arbeiten sich natürlich nicht mehr rein auf Literatur und Bücher zum Angreifen beschränkt, sondern ohne Computer und Internet mittlerweile wissenschaftliches Arbeiten eigentlich nicht mehr denkbar ist. So, auf der linken Seite haben wir hier so ganz grob in 6 Schritten das Entstehen von einer wissenschaftlichen Arbeit skizziert. Eben angefangen von der Themenfindung für eine Arbeit, das Thema eingrenzen, Forschungsfragen stellen, dann eine Struktur für die Arbeit aufbauen, dann sehr zentral die empirische Studie,
dann das Verfassen vom Rohtext für eine wissenschaftliche Arbeit und dann noch die letzten zwei Schritte, das Überarbeiten der Arbeit und dann das Korrigieren. Und auf der rechten Seite habe ich drei so Computer mit so Glühbirnen markiert und in diesen drei Computern verstecken sie drei Online-Seminare, die wir momentan, also eines läuft gerade und zwei sind im Entstehen. Und da möchte ich jetzt einmal das erste Ihnen vorstellen. Das Online-Seminar läuft jetzt gerade im Herbst-Winter-Programm zum Thema Zitieren, Recherchieren und Dokumentieren. Das Seminar, da sind jetzt eigentlich sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die vorwissenschaftliche Arbeiten betreuen, nehmen jetzt gerade an dem Seminar teil. Aber es ist natürlich genauso für Studierende offen. Thema ist, was ist der Unterschied zwischen Bibliotheks- und Online-Recherche? Wie gestaltet sich die Themenfindung? Wie kann ich überhaupt mit verschiedenen Informationen umgehen? Wie kann ich das bewerten? Welche Informationen sind relevant für meine Arbeit, welche nicht? Dann werden verschiedene Online-Tools zum Mindmapping vorgestellt, dass man mithilfe von Mindmaps einfach ein Thema findet, das Thema eingrenzt und dann auch eine Struktur für seine Arbeit aufbaut. Und dann liegt auch ein Schwerpunkt auf dem Tool Zotero. Das ist ein sehr komplexes Open-Source-Tool fürs wissenschaftliche Arbeiten. Mit dem kann man innerhalb von einer Arbeit zitieren und eine Literaturliste verwalten und kann dieses Tool auch für mehrere Arbeiten, die man erstellt hat, verwenden. Das heißt, das ist einfach dann so seine persönliche Literatursammlung oder Zitatesammlung, die man immer wieder verwenden kann. Und das Praktische von Zotero ist auch, dass da natürlich ganz einheitlich zitiert wird und man somit beim Zitieren auch gleich unterstützt wird. Wie schaut jetzt so ein Online-Seminar aus? Wir verwenden jetzt für dieses Online-Seminar die Lernplattform Moodle. Wir haben aber auch andere Seminare, für die wir dann das LMS verwenden. Aber das ist auf Moodle. Dieses Seminar findet in einer Kleingruppe statt, maximal 12 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die von einem Trainer betreut werden. Das Seminar dauert 3 Wochen und die Teilnehmenden finden sich eben zu Beginn des Seminars in diesem Moodle-Lernraum ein und bekommen für jede von diesen Wochen eine bestimmte Anzahl von Aufgaben. Wir nennen die Activities und sie haben dann die ganze Woche Zeit, diese Online-Aufgaben zu erledigen. Die Aufgaben sind zum Teil so gestaltet, dass es die Teilnehmenden selber im Selbststudium erledigen müssen. Aber viele sind auch für kooperative Arbeiten angelegt, dass sich die Teilnehmenden da gegenseitig Feedback geben oder gemeinsam was erarbeiten. So der zentrale Treffpunkt ist das sogenannte Internetcafé. Das ist ein Forum, wo die Teilnehmenden miteinander und mit dem Trainer kommunizieren. Es werden in dem Seminar auch synchrone Sessions angeboten, für die wir entweder die Plattform Adobe Connect oder hier BigBlueButton verwenden und da treffen sich die Teilnehmenden einfach zu bestimmten Terminen live online und können mit dem Trainer bestimmte Themenbereiche durcharbeiten. So schaut jetzt zum Beispiel eine Woche aus von so einem Online-Seminar. Hier sind 4 Activities verpflichtend, eine ist noch als Bonus-Activity vorgesehen und da geht es zum Beispiel, dass Sie Mindmaps erstellen, dass Sie Hypothesen erstellen für eine Arbeit, dass Sie unterschiedliche Ressourcen kennenlernen. Also da wird sowohl in einer Bibliothek als auch online recherchiert zu einem bestimmten Thema. Und am Schluss von dieser Woche wird dann eine Forschungsfrage formuliert und die Teilnehmenden geben sich dann gegenseitig darauf Feedback. Genau. So, dann das nächste Online-Seminar, das wird eben ab Frühjahr 2014 stattfinden und ist gerade in Planung. Das nennt sich Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und also da wäre eigentlich so die Hauptzielgruppe Studierende, die eine Bachelorarbeit schreiben. Da geht es einfach darum, es ist eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Was ist Wissenschaft jetzt im
Gegensatz zu Alltagswissen. Welche wissenschaftlichen Forschungsmethoden gibt es? Was ist der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden? Wie schaut so ein Forschungsprozess aus? Dann werden alle wichtigen Begriffe erklärt, jetzt von Forschungsfrage über Hypothese. Es wird gemeinsam ein Fragebogen erarbeitet und auch geschaut, welche Fragen und Fragetypen eignen sich für einen Fragebogen. Verschiedene Formen der Datenerhebung werden vorgestellt. Und dann ist auch sehr intensiv das Programm SPSS wird in diesem Online-Seminar vorgestellt und gemeinsam erarbeitet. Das wird 4 Wochen dauern und natürlich kann man jetzt in 4 Wochen nicht jetzt das gesamte SPSS lernen. Das wird eben so eine Einführung sein. Und es ist zu diesem Thema auf jeden Fall noch ein Aufbauseminar geplant. Es ist dann einfach eine Vertiefung in SPSS. Das ist so ein Programm, mit dem man quantitativ forschen kann. Also das ist sehr, sehr komplex. Genauso Datenauswertung, Datenerhebung, wo man dann Statistiken erstellen kann. Und genau. Ist das nicht recht teuer, oder? Es gibt da so Lizenzen. Also ich habe jetzt gerade eine um 20 Euro für Studierende. Genau. Muss man bitte. Die Lizenzen selber sich dann besorgen? Es wird da auf jeden Fall dafür gesorgt, dass da so eine Gemeinschaftslizenz besorgt wird. Manche Unis haben ja so eine Campus-Lizenz, dass genau. Die Studenten das verwenden können. Genau. Ich weiß zum Beispiel auch von der PH, da gibt es auch so eine Lizenz, die man dann recht günstig dann bekommen kann. Man muss eben zum Beispiel SPSS-Version verwenden, 15 und 19, das sind freien Studien nicht zum Beispiel. Genau, und es gibt da immer wieder so Testversionen, wo man das dann einfach ausprobieren kann. Das ist ja für Schüler dann auch gemeint. Es ist halt die Frage, ob man mit Schülern für vorwissenschaftliche Arbeiten, ob der SPSS überhaupt schon notwendig ist, weil das ist halt wirklich ein sehr, sehr komplexes Tool. Aber man kann auf jeden Fall mit so einer Probeversion das einmal ausprobieren. Genau. Genau, und nachdem viele Menschen beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten immer Schwierigkeiten haben, wie komme ich da in die Gänge und wie kann ich jetzt den Schreibfluss herstellen, haben wir auch noch hier eine Schreibwerkstatt in Planung. Die wird ungefähr so ab März nächstes Jahr dann bei uns stattfinden. Das wird moderiert von 2 Schreibtrainerinnen und da geht es darum, dass man zuerst eine wissenschaftliche Arbeit gemeinsam plant und strukturiert und dann lernt man verschiedene Schreibtechniken und Schreibmethoden, also auch so für kreatives Schreiben, kennen, damit man einfach selber mal ein bisschen seine Hemmungen überwindet. Und in dem Seminar, das wird 3 Wochen dauern, werden dann schon kleine Probetexte erstellt. Die Teilnehmenden lernen auch einfach in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Seiten zu schreiben. Und diese Probetexte werden dann gegenseitig gefeedbackt, also die Teilnehmenden lernen selber Feedback zu geben, aber auch auf Feedback zu reagieren und wie man dann diese Texte dann feinschleifen kann. Was eine Idee von uns auch noch wäre zu dem Thema, aber da müssen wir erst schauen, wie viele Studierende interessiert sind an diesen Seminaren, wäre eine Art Schreibcamp zu veranstalten, bei dem Studierende teilnehmen können, die wirklich jetzt ganz konkret an einer Bachelorarbeit schreiben und dann einfach über einen längeren Zeitraum in diesem virtuellen Schreibcamp miteinander schreiben und sich gegenseitig dann immer im Schreibprozess ermutigen können und auch eben von Schreibtrainerinnen begleitet werden, wo dann auch Wörter gezählt werden und Seiten gezählt werden, dass man einfach da weiterkommt in dem Schreibprozess. Aber das würde sich eignen, da bräuchte man eine größere Gruppe als 12 Personen, weil sonst ist so ein Schreibcamp dann eher sehr, sehr langweilig. Und da werden wir schauen, auf welche Resonanz wir stoßen unter den Studierenden. Genau, ich habe jetzt dann nochmal versucht, darzustellen, wie die Seminare diese 6 Schritte vom wissenschaftlichen Arbeiten abdecken. Also dieses Einführungsseminar, Recherchieren, Zitieren und Dokumentieren deckt auf jeden Fall Themenfindung, Struktur und Rohtextschreiben ab. Dann die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten deckt die ersten 3 Schritte ab. Also vor allem steht da die empirische Studie im Mittelpunkt.
Und die Schreibwerkstatt, da geht es dann sehr stark um Rohtextschreiben und ums Überarbeiten vom Rohtext. Ja, zu buchen, das ist auch noch interessant, sind diese Online-Seminare unter virtuelle.ph.at. Sie stehen kostenlos für alle Lehrkräfte und Studierende aus ganz Österreich zur Verfügung. Es sind immer das Angebot ist beschrieben auf virtuelle.ph.at und die Buchung selber läuft dann über PH Online, wo dann auch die Zertifikate für die Seminare ausgedruckt werden können. Genau, und wie gesagt, das eine läuft gerade. Also wenn da noch wer Interesse hätte, könnten wir noch einen zweiten Termin anbieten, das Recherchieren, Dokumentieren und Zitieren. Und die anderen Seminare sind dann ab Frühjahr verfügbar. Und wir werden da auf jeden Fall noch an allen PHs Werbeaussendungen machen, damit die Studierenden dann noch einmal darauf hingewiesen werden. Genau. Und es würde uns natürlich freuen, weil momentan sind unsere Hauptzielgruppe vor allem Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir da ein paar oder mit PHs auch ein bisschen kooperieren könnten, damit wir bei der Betreuung von Bachelorarbeiten die Studierenden auch ein bisschen unterstützen könnten oder auch die PH-Lehrenden.